Salala. Willkommen zurück zu diesem lustigen Spiel, das sich da Outer Worlds nennt. Ich habe mir so ein bisschen was verkauft und anscheinend die Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die ich einfach so immer so für später bei habe, dass die wiegen halt zusammen irgendwie 200 irgendwas Kilo und da gibt es auch keinen Weg mehr dran vorbei. Naja, gut, so. Wir wollten aber eigentlich zur Prophetin des Profits. Wir erinnern uns. Und das Einzige, was uns davon jetzt abhält, ist tatsächlich reinzugehen. Ich hatte Tartarus, Prophetin des Profits. Muss ich denn dafür eigentlich überhaupt hin? Also ich muss durch diese Höhle. Da hilft kein Weg dran vorbei. Okay, dann gehen wir da mal rein. Also eigentlich gehen wir ja nochmal rein, ne? Das ist ja... Wir waren ja schon drin, ne? Ich wollte bloß beim letzten Mal nicht aus Versehen und was vorwegnehmen. Aber es ist natürlich interessant, dass die Prophetin des Profits hier mittendrin ist in dieser Anlage voller Viecher und alles und überlebt hat bis jetzt angeblich. Das spricht jetzt nicht gerade für sie, ne? Wahrscheinlich ist die Prophetin des Profits schon immer ein riesengroßer Wurm gewesen. Das war den Leuten bloß egal. Oder das ist die Königin. Obwohl es ja immer hieß, dass die Parasitenwürde nicht vollständig sind. Das Wasser sah gerade sehr ölhaltig aus. Mir wird übrigens ein bisschen schlecht hier gerade. Ich bin immer noch leicht krank. Und das ist nicht gut für mich, so in spielenden engen Räumen rumzulaufen. Oder gleich Motion Sickness. Das ist echt ärgerlich, sag ich mal. Wenn ich mir nicht gesund bin, hab ich das nie das Problem. Weil jetzt ist irgendwie gerade... Ist irgendwie uncool, sag ich mal. Also vielleicht finden wir ja noch ein paar Terminals, die weitere Dinge erzählen. Obwohl es ja so aussieht, jetzt den Typen komplett nach der Geschmacksprobe so weggehauen. Mit den Parasiten. Wir haben eine Karte von der Gegend hier. Achso, sie ist tatsächlich im allerletzten Raum. Es sieht irgendwie auch sehr komisch aus. Wir können aber quasi also nichts falsch machen. So. Here we go. Das kommt. Wow, not even a scratch. Ja, ja, das ist die Stärke des Überraschungseffekts. MacDietrich. Ja, ich fange immer noch genauso an, genauso gierig alles wegzuklauen, was ich vorher gemacht habe. Das war mir absolut keine Lehre. Hey, wir finden ein Terminal. Und eine Säge? Ist das eine verpackte? Das ist eine verpackte Säge, ne? So, was haben wir hier Schönes? Risus RAF Kommunikationsterminal. Achtung, Sicherheitsfreigabe, die vorgesetzt davor, ich suche auf dieses Terminal ohne... Blablabla. Okay, glückliche Kunden werden Zustammkunden. Letzten Eintrag öffnen. Betreffend Mitteilung des ungeplanten Ablebens. Dr. Amir Sau. Mit dieser Nachricht bestätigt Riso die Kenntnisnahme deines Ablebens aufgrund von einer oder mehrerer der folgenden Ursachen. Körperliche Gewalteinwirkungen, nicht vorgesehen, bieten mit lokaler Fauna, starke physiologische Reaktion auf konzernverbundene Produkte, Zerstörung von Konzerneigentum. Nach gründlicher Prüfung hat die Risos Personalabteilung die Auflösung des entsprechenden Knebelvertrags genehmigt. Entsprechender Risos Konzernvorschriften erhalten deine engsten lebenden Verwandten folgende Güter der Kompensation. Eine Kiste Risos Spectrum Bound, Normgröße. Zustand innerhalb von 6 bis 8 Wochen nach Markteinführung. Bitte beachte, dass wir aus Dankbarkeit für deinen Dienst auf die üblichen anfallenden Liefergebühren verzichten. Deine Arbeit für Risos Geologische Verbesserungsabteilung hat sich für die Entwicklung und die anstehende Markteinführung von Risos Spectrum Brown als unbezahlbar erwiesen. Wir wissen dich als Mitglied der Risos-Familie sehr zu schätzen. Dies ist eine automatische Nachricht, die Antwortfunktion wurde für diese Nachricht deaktiviert. Ah ja, cool. Also kriegen die Anverwandten auch nochmal die gleiche Pest. Ist es nicht toll? Anfrage Vorgesetzten Zugangsberechtigung? Die Vorgesetzten-Sicherheitsfreigabe wurde folgenden Nutzern gewährt. Ludovico Sao A. Gemäß ist die Vorgesetzten-Zugangsberechtigung ein Privileg, kein Recht. Die Berechtigung kann im Fall eines missbräuchlichen Nutzung eines Vorschusses gegen Riso-Konverter oder Dissidenten nahen Verhalten erzogen werden. Hacken vom Wurzel-Protokoll zugreifen. Datenbeschränkung festgestellt. Zugriff auf Nutzungsbeschädigung. Nutzung nicht möglich. Fehlerbericht wird erstellt. Fehlerbericht beschädigt. Sicherungsprotokoll wird aktiviert. Zwischenablage wird gespeichert. Speichern erfolgreich. Zugreifen. Ja. Okay. Intelligenz oder Hacken? Versuche Zugangscode isolieren. Entsprechend gefunden. Barbara, isoliere Zugangscode. Isolierung erfolgreich. Zugangscode ist KW14620. Das möchte ich mir eventuell notieren. Man weiß ja nie, ob das noch relevant wird, aber eigentlich muss ich solche Zugangscodes ja nie niederschreiben, ne? Deswegen ist es auch mal schön, wenn man mit dem Spiel intelligent sein darf. Zugangscode? Ja. Okay, gut. Ich glaube, das Spiel hat nicht mal eine Mechanik dafür, irgendwelche Codes einzugeben. Insofern war das jetzt so... Ach, hier ist ein Hunger wieder.
Experimentenprotokollband, Laboraufzeichnung ansehen. Achtung, 556 von 566 Dateien bestätigt. Wir haben schon gestartet. Ja. 554 Dateien konnten nicht wiederhergestellt werden. Zwei Dateien wurden erfolgreich wiederhergestellt. Überraschung. Zugriff Datei 1. Iradium Gigasus Forschungsnotiz Nummer 1. Ich habe meinen finalen Satz an Immersion, Suspensions- und Belastungstests abgeschlossen. Wie zu erwarten, lässt sich Iradium Gigasus in Säure auf verbrennten Feuer und kann mit Endstrahlen oder konzentriertem Plasmabeschuss aufgelöst oder anderweitig zerstört werden. Für sich allein genommen ist diese Kreatur hochgradig verwundbar. Verbindet sie sich jedoch mit einem Wirt, kann sie diesem Wirt einen extremen Schutzinstinkt auslösen. Die Erhaltung des Parasiten wird zum primären Ziel des Wirts und ruft im Extremfall Aggressionsverhalten oder Gewaltausbrüche hervor. Die Kreatur scheint zudem gut für die Langzeitkyrostase und die Immersion in Flüssigkeiten geeignet zu sein. Wasser und geringgradige Alkoholiker haben einen Präservationseffekt auf die Kreatur. Ihre metabolischen Systeme, sofern vorhanden, werden extrem verlangsamt. Trifft sie daraufhin auf einen Wirt, erwacht die Kreatur aus ihrem Dämmerungszustand und versucht sofort, sich mit dem zentralen Nervensystem ihres Wirts zu verbinden. Dieser lange erhaltende Ruhezustand in Alkohol könnte für die Konzernleitung interessant sein. Ich werde für morgen einen Bericht da vorbereiten. Teambiologe. Oh, warte mal, also leben die in den Spectrum Brown noch? Oh. Hat dann halt zwei. Der Parasit scheint mit dem gewöhnlichen Spread gänzlich inkompatibel zu sein. Das ist gleichermaßen erstaunlich und enttäuschend. Ich habe mehrere Theorien. Die Nukleotide von Spreads sind hochgradig anpassungsfähig. Iradium Gigasius ist eine halbvollständige Lebensform. Die anpassungsfähigen Mutagene des Spreads machen sich für den Parasiten zu ungeeigneten Wirten. Iridanium Gigasius hat eigene spezifische Vorlieben und Abneigung. Spreads fallen hier in letztere Kategorie. Option 2 klingt völlig absurd für mich, lässt sich aber nicht gänzlich ausschließen. Ob beides davon zutreffen könnte? Ich glaube, das spricht die Müdigkeit aus mir. Ich werde diesen Eintrag morgen früh löschen. 3. Ich setze meine Suche für geeignete Wirte unter der gewöhnlichen Fauna fort. Die Ergebnisse von Petro Rochen sind vielversprechend. Ihre biologischen Systeme eignen sich zur Versorgung des Parasiten. Meine Theorie? Der Parasit genießt die Atmosphäre von Iridanus und könnte Petro Rochen zu häufigen und aggressiven Flugmanövern drängen. In jedem Fall konnte der Parasit die Hormonproduktion in Wirtshörnern erfolgreich manipulieren. Ich weiß noch nicht wie. Die Implikationen eines Parasiten, die auf diese Weise seinen Wirt manipuliert, sind besorgniserregend. Sein Nervensystem ist exotisch und schwer zu erfassen. Ich werde die Vermutung nicht los, dass der Parasit keinen direkten Kontakt zu einem Wirt erfordert, um dieses Verhalten zu beeinflussen. Eine ausreichend große oder komplexe Spezimen könnte die Stimmung eines empfindungsfähigen Lebensformen aus einer relativen Nähe heraus beeinflussen. Vielleicht, möglicherweise. Diese Theorien mangelt es an wissenschaftlichen Grundlagen. Vielmehr fußen sie auf meine eigenen Ängsten. Meine Albträume bringen mich zunehmend durcheinander. Ich sollte mich eine Behandlung bemühen. Aber Olesao lag doch hier, oder? Und der hatte so ein Vieh in meinem Hals. Ich habe hier so einen coolen Dix. Das ist alles irgendwie nicht so. Also, die reine Nähe reicht ihm zu manipulieren. Oh, Spectrum Vodka Black steht ja einfach so rum. Ich habe das Zeug teuer gekauft. Der hat 1300 Bits oder so gekostet, wenn ich mich recht entsinne. Also, wurde er in seinen Ängsten manipuliert? Okay, hier sind viele Kerzen. Wir wissen, dass die Prophetin des Profits ist. Okay. Immer 57 Bits. Das zählt offiziell als Stehlen. Wo kommen bitte schon die ganzen Köpfe her? Die Zettel, Spielbretter. Alia Mason hat schmerzhaft brennende Flottulenz. Das ist ja schön. Feuerzeug. Nee, ich will nicht schlafen. Ich habe dieses Spiel noch nie geschlafen, dann fangen wir jetzt noch nicht an. Taschenuhr. Noch ein Mod. Nachdem ich gerade die Hälfte meiner Mods verkauft habe, gebe ich zu schauen. Das erinnert mich gerade richtig an so eine Fallout. Warum rennen die? Das erinnert mich richtig an so ein Fallout-Level, muss ich sagen, hier. Oder so eine Waltz tatsächlich. Obwohl diese Häufung von Totenköpfen, die hier überall rumliegen, ein bisschen beunruhigend ist. 03. Ja, noch mehr Totenköpfe. Vielleicht alle aus Plastik, aber trotzdem. Ah ja, das Seminar. Was haben wir hier schon das drin? Lohnt sich kaum. Bellmansch. Bevor ich mit der Prophetin des Profits zusammentreffe, muss ich mich auf jeden Fall nochmal umkleiden. Mach ich am besten mal jetzt sofort. Zieh mir schon mal mein. Was habe ich denn hier? Überzeugen plus 7. War das der Top-Hat? Wahrnehmung plus 1. Hätte ich noch was? Was haben wir hier? Ich habe ja noch so einen. So einen scheiß Helm, ne? Den kann ich mal weg hier. Der wiegt nur was. Ja, ich hatte. Hatte ich nicht noch einen anderen Hut, der hier mir. Wahrnehmung plus 1 macht das Ding auch. Begegnungsreicher für. Finde ich sehr schön.
Ne, einen anderen Hut hatte ich anscheinend nicht. Okay. Man weiß ja nie, wann ich hier gleich in den Dialog renne, wo ich vielleicht mal überzeugen muss. Stehen noch mehr Leute? Es sind noch mehr Leute. Bußfertiger Jünger. The Prophet of Profitability has changed my life. Her seminars are worth every bit. Ah ja. Das hier unten leben die Follower des Profits. Oh. Ein weiterer Laborraum. Anweisung zum Projektende. Hinweis an alle Angestellten der Lochhöhle. Wir bedauern euch mitteilen zu müssen, dass dieser Atmosphärenkomplex jetzt Sublet Underground gehört. Gemäß den neuen interkonzernalen Vereinbarungen werden alle verbleibenden Riesenangestellten im Komplex von Sublet Underground als Konzernspione angesehen. Solange ihr hier verbleibt, steht ihr nicht unter Riesenschutz und erhaltet auch keine Bezahlung für die fortgesetzte Arbeit. Bitte meldet euch beim nächstgelegenen Riesus-Konzernbesitz für weitere Anweisungen. Nicht befolgen führt zur Terminierung, entweder durch Sublet Underground oder Riesus-Problemlösern. Bitte seht von der Zweck im Fremden von Konzernressourcen zwecks weiterem Überleben ab. Vielen Dank. Ah ja. Beste Energie. Hier ist übrigens eine Werkbank. Ein Wahratem-Dingsbums. Die sind noch mehr so eine. Aber keine Würmer drin. Und leider auch keine Computer, die ich lesen kann. Das ist ja. Wo ist denn eigentlich die Werkbank, die ich angeblich gerade entdeckt habe? Hä? Ich habe angeblich gerade eine Werkbank entdeckt. Wo ist die denn, bitteschön? Steht die hier auf dem Flur? Captain, what is this place and why is everybody acting so strange? Oh, Law. They ain't cannibals, right? Wer weiß? I don't know if I trust Mr. Kincannon. And I get the sense he'd be real disappointed in us if we did trust him. Cedric wäre enttäuscht, wenn wir ihn trauen würden. Das kann ich mir voll gut vorstellen. So, warte mal. Hier und da. Okay, die Prophetin des Profits ist also im nächsten Raum. Was haben wir hier Schönes? Achso, ich hätte einfach nur rausgehen können. Moment, Kekse. Wo komme ich da raus? Warum habe ich mich denn gerade anstrengend durch so eine Höhle geschlichen? Ich hätte ja doch oben durch die Tür gehen können. Oh. 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 Prophet of Probability. Okay, gut. Das ist Perry Forest. Verlassener Risus-Bunker. Ach ja, siehst du? Das ist nicht die Lochhöhle. Das ist wieder alles im gleichen Ort. Das ist interessant. So. Auf der Karte hat diese Kammer... Die da, oh, was ist das denn hier? Tagesplan für Jünger der Prophetin. Aufwachen, Prophetin lobpreisen, die Prophetin lauschen. Schwitzhütte-Meditation, Mittagessen, 2 Minuten. Training auf heißen Kohlen, Magenreinigung, Abendessen, Magenreinigung, ärztliche Behandlung. Gut, 2 Stunden lang. Säubung des Retreats, Flagellation durch Prophetin. 2 Stunden lang. Freizeit? Oha. Nach Wahl, Selbstgeistlung oder Meditation über Produktivität. In dem Fall am nächsten Tag kein Essen. Schlafen. Ach, schön. Sehr menschlich auf jeden Fall. Chronofeld-Aggregator, bitte was? Habe ich schon erwähnt, dass ich Spreads nicht leiden kann? Plasma-Karabiner Ultra, huiö. Also nicht, dass es irgendwas davon irgendwas für mich wert wäre. Lebt hier immer noch ein Spread. Rucksack. Oh, Rucksack wäre bestimmt voll gut für mich, oder? Schaufel. Wo ist denn dieses... Oh, die Spreads droppen tatsächlich was. Gesichtsmaskenhautcreme. Ja, nee, das... Schön, dass es 105er Schlösser sind für irgendwelchen Crap, ne? Waffenteile. Beil. So, wo steht jetzt diese Werkbank, von der ich so viel gehört habe? Achso, die steht da drinne. Achso, hier sind übrigens die Schwitzhütten, von denen ich so viel gehört habe. Ja, die scheinen keine Wirte zu haben. Hier rennen auf jeden Fall Leute im Kreis ringsherum. Bußfertiger Jünger. She said, I must burn away the old me in order to be transformed. I can feel myself burning already. Das ist ja toll. So, Moment. Dann modifiziert. Und zwar... Ach so, ich kann das andere Ding, was plus 15 macht, aber leider nicht leveln. Das ist natürlich sehr schade. So, und ich habe natürlich keinen Mod, der Tarnungsfähigkeiten bringt, oder? Oder habe ich mittlerweile einen gefunden? Fertigkeiten plus 10 hätte ich sogar nochmal. Also wenn ich das andere Ding leveln könnte, könnte ich plus 15 machen. Dialogfähigkeiten? Tarnungsfähigkeiten plus 10. Okay, dann bauen wir das ein, würde ich sagen.
Jo. So, warte mal, was ist dieses Rucksack-Ding, was ich gerade hatte? Das ist natürlich auch großartig, dass du die Dinge... Ah, hier, Rucksack. Tragkraft plus 20 Kilo. Das kann ich ja mal einfach reinbauen. Was? Reaktiver kinetischer Schildprojektor? Die Effekte dann... Die ganzen anderen Effekte sind eigentlich ganz cool hier, ne? Die... Na gut, das ist mir auch alles relativ egal. So, jetzt ist nämlich meine Bergbauausrüstung, macht die nämlich plus 15 Tarnungsfähigkeiten und erhöht gleichzeitig meine Tragekapazität, falls ich demnächst mal wieder Probleme habe, dass ich hinten überkippe. Was sind das denn jetzt alles schon wieder für Waffen? Achso, tüfteln, warte mal, könnte ich nicht mal ein komische... Natürlich kann ich die Handkanone nicht tüfteln, so ein Elend aber auch. Warum hat die Spectrum Gatling eigentlich nur 204... Achso, weil die so ein Wind-Up hat beim Schießen wahrscheinlich. Und dass das ihn nicht als... als so schnell schießen zählt. Naja, gut. Das ist alles... Das Feuer sieht sehr interessant aus. Was haben wir hier noch? Privates Meditationsterminal der Prophetin des Profits. Willkommen. Wenn du an einem Seminar teilnehmen möchtest, so sprich bitte direkt mit der Prophetin des Profits. Die Nachrichten auf diesem Terminal sind alle privat. Solltest du sie lesen, könnten deine Säfte aus dem Gleichgewicht geraten. Ist dir die Neugier mehr wert als dein Profit? Nachrichtenanzeigen. Von Bellamy Ruth. Oh! Prophetin. Ich habe mit meinen Agenten gesprochen. Sie haben mir berichtet, dass meine Aussage über dein Seminar, spezifische, diese nicht zu besuchen, auf deiner Seite zu einem Verdienstausfall von etwa 30% über die nächsten 3 Monate bezüglich weiterer Verluste in der Zukunft geführt haben. Als ich angab, kein besonderes Interesse an einer Teilnahme zu haben, war mir nicht bewusst, dass ich dir damit einen derart herbigen Schlag versetzen würde. Ich schätze, das sind eben die Tücken des Ruhms. Alle lauschen deinen Worten, ein wenig zu ergeben. Ich hoffe, sofern du Platz dafür hast, noch heute an einer der Sitzungen teilzunehmen und so einen Akt der Wiedergutmachung zu leisten. Ich weiß, diese Ankündigung ist sehr kurzfristig, aber ich hoffe, es bereitet dir nicht so unnötig viele Mühen, mich in einen deiner Kurse unterzubringen. Ruth Bellamy. Hey Prophetin, hier ist Whittaker. Ich wollte dich fragen, ob die Kräutermischung, die ich dir geschickt habe, für dich funktioniert hat. Ich war ja zuerst skeptisch, die zu Meditationszwecken einzusetzen, aber ich meine, was weiß ich schon von Produktivität. Vergiss aber nicht, was ich dir gesagt habe. Schneid die Kräuter nicht asymmetrisch, das schadet der Textur. Lass sie nicht in der Sonne liegen und bei der Macht des Gesetzes zieh zu, dass der Rauch in kleinen Dosen verabreichst. Du möchtest ja nicht wirklich, dass du am Ende noch jemand in dein Koma fällt. Oder noch schlimmer, stirbt. Sei vorsichtig, Whittaker. Das war der Typ, der hieß Orik, oder? Nee, Orik West war anders, weil hier auf meinem Brett steht hat. Deine ergebene Teilnehmerin? Prophetin, ich und die andere Teilnehmerin deines Kurses Transzendale Profitsteigerung haben uns zusammengesetzt und wir sind uns alle einig. Deine Seminare sind einfach erste Klasse. Seit wir gemeinsam dein Seminar besucht haben, haben wir alle eine Profitsteigerung von 0,5% in unseren jeweiligen Unternehmen beobachten können. Sicher, wenn man den Preis der Materialien, die liefern und andere Kosten in Betracht zieht, sind es vermutlich eher 0,1%. Aber eine Profitsteigerung ist eine Profitsteigerung. Wenn du jemals im Grand Colony vorbeischaust, musst du uns gestatten, dir ein paar Drinks auszugeben. Dank dir haben wir schließlich die Bits dafür. Aha. Ach, guck mal, hier unten werden die Verkaufsautomaten gewesen, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Gut, dann reden wir mal mit der lustigen Prophetin des Profits. Gotta keep going. I can feel my inner negativity seeping out of me. Ich sehe keine Würmer. Na gut, vorher reden wir aber mit ihr hier. Und generell überhaupt. Aber das alles. Haben die Würmer? Nö. Das alles beim nächsten Mal, wenn es da wieder heißt. Outer Wilds.